Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Scryfice. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play Metin 2.de auf dem Server Chimera. In dieser Folge werden wir an unserem Schlangenmantel arbeiten, den wir in der letzten Folge gekauft haben. Und kurze Info vorab, wenn ihr Metin 2 spielen wollt, aber noch keinen Account habt, registriert euch bitte kostenlos über meinen persönlichen Link, den Link und alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Ja, bevor wir jetzt aber am Schlangenmantel arbeiten, machen wir erstmal unserem Bruder hier noch schnell einen ritterlichen Boni drauf. Das habe ich, ich habe ihm gesagt, so, ja komm, pass auf, gib mir ein bisschen Gaia und das Rest Gaia behalte ich dann. Quasi ein bisschen gegambelt. Ich habe jetzt hier nur 3 Versuche für den ritterlichen Z-Boni gebraucht, also das war nice. Und er hat mir dann halt noch ein bisschen Yang gegeben für das Ganze und damit war das auch fertig. Damit hat er jetzt seinen Boni. Grüß Gott, ich habe hier wieder einiges vorbereitet und zwar habe ich jetzt 35 magische Steine hier noch im Lager gehabt. Aktuell habe ich den Bogen nicht, weil die Waffensteine einfach viel zu teuer sind. Und wir werden jetzt hier den bösen Schlangenmantel, den werden wir jetzt probieren auf plus 12 zu hämmern. Wäre natürlich absolut wild, wenn der höher als plus 12 springt mit den magischen Steinen hier. Bis jetzt habe ich erst einen Fail auf plus 12. Die haben wir plus 11 für 300 Won ungefähr geschossen. Fürstlicher Setbonus ist jetzt auch drauf und in diesem Sinne werden wir das Ding jetzt versuchen zu verbessern. Haltet mir die Daumen. Das ist übrigens auch eine Autojagd-Rüstung, also die werde ich nur für Autojagd benutzen. Und ja, ich bin gespannt, wie viele Versuche wir brauchen, ob ich dann gleich noch gut gelaunt bin. Aber ja, ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal mit einem Fail. Okay, das war der erste Fail. Nummer 2. Ich mache das hier einfach jetzt ganz schnell durch. In der Hoffnung, dass das jetzt schnell klappt. Nummer 3, 4 waren es jetzt, glaube ich, schon. 5 magische habe ich jetzt schon drauf. Nummer 6. Oje. 7. 8. Oje. 9. Wenn wir 10 hinter uns haben, dann ziehe ich die mal auf den, ja, auf den Wonder Rim. Hier, komm. Mach deinen Segen drauf. So. Die, jetzt klappt das. Pass auf. Ja, es ist auf plus 12, Halleluja. Das ist doch schon mal was. Wieder eine Stufe weniger. Und jetzt brauchen wir, für plus 12 brauchen wir, beziehungsweise auch plus 13 brauchen wir schimmernde weiße Perle. Die ist natürlich sauteuer. Mondsteine und Schlangensteine plus. Das mit den schimmernden Weißen, das müssen wir jetzt leider Gottes verschieben. Ich kann mal im Lager gucken, aber ich glaube, ich habe nur noch einen Versuch. Okay, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich hatte eine schimmernde Weiße noch drin. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, also 800, 900, 924 schimmernde Muscheln. Und ich würde sagen, die machen wir jetzt mal gemeinsam auf. Beziehungsweise, ja, ich mache sie nicht gemeinsam mit euch auf. Ich öffne die einfach jetzt mal kurz und dann seht ihr gleich das Ergebnis. Wie gesagt, eine schimmernde haben wir hier oben. Ja, hoffen wir mal, dass wir da einige gleich haben zum Appen. Bis gleich. Okay, wir haben jetzt da nur 8 schimmernde Weiße rausgezogen. Aber was soll's, die magischen lassen wir nochmal von Wonder Rim hier verzaubern. Und jetzt probieren wir neu mal auf plus 13. Haltet mir die Daumen, es ist wie gesagt jetzt die teuerste Stufe. Let's go. Das war Versuch Nummer 1, 2, 3, 4, 5, oje, komm. Rüssi auch verzaubern, Furcht anmachen, das tut immer gut. Kurz Position wechseln. Und einmal weiterschauen. Ja, komm schon. Und der letzte. Ja, schade. Das waren jetzt die ersten 9 Versuche auf plus 13. Leider Fail. Okidoki, dann ziehen wir mal die Sachen nochmal drauf. Ich habe jetzt hier die letzten 14 magischen Steine. Die werden wir jetzt drauf buttern und dann, ja, dann war es das auch. Dann habe ich nämlich keine magischen mehr. Also haltet mir die Daumen. Na, let's go. Fail. Fail. Oh, Stimme hat fast versagt. Fail. Fail. Kann man das hier vielleicht auch irgendwie ein bisschen anders machen? Das mal. Nicht genug Yang. Ach du Scheiße. Das ist mir noch nie passiert beim Schlangenrüssi-Appen. Sekunde. So, jetzt haben wir aber wieder ein bisschen Yang. Und weiter geht die gute Fahrt hier. Ja! Sheesh. Sie ist auf plus 13. Nice. Teuerste Stufe geschafft. 9 schimmernde Weiße übrig und jetzt ist halt die Frage der Fragen, das waren 5 Versuche und ich glaube eben haben wir 9. 14 Versuche auf plus 13, sehr stabile Quote. Okay, ich habe jetzt ein bisschen vorgesorgt hier, ne? Ich würde sagen, in diesem Sinne ziehen wir wieder die Rüssi drauf und dann bin ich mal gespannt. Die letzten 9 Versuche auf plus 14, plus 14 ist meine Nemesis-Stufe, da habe ich ja letztes Mal 129 Versuche gebraucht, also das war auf jeden Fall die
absolute Todesbruchzone für mich. Jetzt bin ich beim Bogen auf plus 13, die Rüssi ist auf plus 13, jetzt sind wir mal gespannt. 9 magische Steine werden wir jetzt draufziehen und dann gucken wir mal, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt hier, ob das Ganze klappt. Es wird sehr wahrscheinlich nicht klappen, aber dann haben wir, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es versucht, ne? Ja, jetzt hat man meinem Bruder noch geschrieben, komm hier daneben geklickt. Und der letzte Versuch, ja, leider Gottes, 9 Versuche geschrottet. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wann ich die wieder ab, aber das wird wahrscheinlich noch dauern. Ja, als nächstes steht auf jeden Fall das Aura-Gewand an. Ich habe hier ein paar Feuerruhen, habe ich mir gefarmt, aber auch noch ein paar dazu gekauft. Denn ich möchte das auf jeden Fall auch fertigstellen in den nächsten Wochen, sage ich mal, weil an Tagen kann man das auf jeden Fall nicht fertig machen. Und ja, da das hier jetzt wirklich maximal räudig zu klicken ist, würde ich sagen, überspringe ich das Ganze. Wir machen jetzt hier gemeinsam Level 208. Und ja, damit ist ein Level geschafft. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die ganzen Runen hier verballert habe. Und dann bin ich wirklich mal gespannt, welches Level das Aura-Gewand ist. Und ja, bis gleich. Gut, ich habe jetzt hier wirklich alle Feuerruhen reingedrückt, die ich hatte. Moment, ich muss mal gerade gucken, nicht, dass ich hier im Lager noch was habe. Ah doch, hier habe ich noch ein paar Feuerruhen. Dann hole ich die auch mal raus, die muss man auch mal nutzen. Die kriegt man auf Ruby durch die Tigermünzen, beziehungsweise durch die Weeklies. Und ja, dann machen wir die letzten Feuerruhen, machen wir gemeinsam mal hier rein. Es ist aktuell Level 219 und hat schon 73%. Dann machen wir erstmal die 250er rein. Dann die 50er hier noch. Ja, mal gucken. Dann haben wir hier noch 5, was sind das? 5 100er. Und zu guter Letzt noch die 100er. Und ja, damit sind wir fertig. Jetzt hat es 88%. Level 219, das heißt, es fehlen noch, ach du Scheiße, jetzt fehlen erstmal noch 30 Level. Und in 30 Leveln muss ich dann erstmal 10 prächtige Chaossteine besorgen. Nee, stimmt nicht. 20 prächtige Chaossteine besorgen. Es ist zwar gerade hier dieses komische Aura-Dingen hier im, aber das, nee. Erstmal leveln. Das, ihr seht ja, das hat jetzt sau lange gedauert, hier so viele Feuerruhen zu farmen und zu kaufen. Also, ja, das dauert echt sau lange. Tigermünzensegnung versus Schlangenbogen. Digitiert zu. Stark gegen Orks und Abklingzeit Wolfskralle. Und die nächste Tigermünzensegnung fliegt drüber. So, mal gucken. Zack. Max MP und stark gegen Untote. Oh, leck, ist das so gottlos. Scheiße. Schade. So, die letzte Tigermünzensegnung ziehen wir mal gerade noch rüber. Mal gucken. Oh, leck. ESO und Untote. Das geht ja immer schlecht dabei. So eine Scheiße. Ich öffne mal ganz kurz nochmal 10 Alastor-Kisten, um zu gucken, ob wir ein Plus landen. Für 13 Wochen habe ich sie gekauft. Und wir starten direkt mit Söldnerlizenz, anschließend Segen des Lebens, eine schimmernde Muschel mit einem Steinstück. Schlangengroßschwertherstellung, Nordwind Handschuhsteine, ein Achat, eine kleine Segnung, Schlangendolch, Passierschein und kleine Segnung. Okay, also da haben wir jetzt gerade 13 Won schön aus dem Fenster geschmissen. Fail und Fail. Alles klar. Ich würde sagen, dann kaufen wir nochmal welche und danach ist aber auch Zappen Duster. Dann ist Ende im Gelände. Hier nochmal 10 Stück kaufen. Gucken wir mal. Weißer Drachenkopf. Blutrote, Großschwert, Drachen, schimmernde Muschel mit einem Steinstück, ja, das war mir schon bewusst. Segen des Lebens, Schlangenbogenherstellung, Schlangendolch, Nordwindwandschwert und Passierschein, ja, also komm, ich bitte euch, das ist, was ein Witz. Ja, zum Abschluss dieses Videos werden wir jetzt noch ein bisschen am Erdtalisman rumbasteln, denn ich will ja unbedingt einen Erdtali haben mit 25 Dunkelheit, 25 Erde und 5 Def. Ja, ich weiß, ist Wunschboni, aber ja, mal gucken, was wir jetzt hier so mit den Switchern reinzaubern und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß jetzt hier bei den letzten Clips. Das war's aber auch fürs Erste. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen und unterstützen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge bzw. im nächsten Livestream. Ihr wisst Bescheid. Ich bin fürs Erste raus. Peace.